Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Ja, mir ist ein kleiner Fehler passiert. Ich habe hier ein bisschen rumgeschraubt und habe dann den Ton nicht aufgenommen. Ja, passiert. Ich habe nämlich über OBS den Ton auf meinen Rechner gespiegelt, damit ich den hören kann. Ich habe das vorher immer mit einem anderen Programm gemacht, wo dann der Ton gelaufen ist, und habe ich OBS so als Zocken, als Video quasi benutzt. Und ja, das habe ich jetzt geändert. Jetzt dürfte alles funktionieren. Ich habe hier jetzt das Switch-Audio ganz normal laufen und dann nochmal einen neuen Audio-Mixer für meine Audio-Ausgabe. Ich hoffe, man konnte alles verstehen. Wahrscheinlich werden es die meisten nicht verstehen. Wahrscheinlich eher nur die Leute, die sich mit OBS ein bisschen auskennen. Aber ja, es läuft jetzt alles. Sorry dafür, aber keine Sorge, wir werden hier, was hier steht, werden alles machen. Und ich hoffe, ich weiß noch, wo die ganzen Waddle-Dees sind, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Echt schade, weil mir die Aufnahme wirklich gut gefallen hat. Ah, mega schöner Einspieler hier. Direkt am Anfang. Richtig geil. Ja, die Aufnahme hat mir echt gut gefallen. Sehr tragisch, weil mir manche Aufnahmen von mir einfach nicht so gut gefallen und manche dafür wiederum sehr, sehr gut. Und das war eindeutig so eine Aufnahme, wo ich gesagt hätte, yo, das ist geil. Da stehe ich hinter. Das ist eine gute Aufnahme gewesen. Und ja, wenn man das so... Achso, kann hier übrigens... Richtig cool, ey. Und hier auch. Da. Ich dachte am Anfang, das wäre eine der, ja, der Aufgaben, die man bewältigen muss. Aber nö, ist es nicht. Ihr habt ja gerade gesehen, was die Aufgaben sind. Komm, komm, Entchen. Und hier war noch eins. So. Und hier ist das letzte. Dafür ist das hier eine Aufgabe. Richtig cool. Richtig nette kleine Aufgabe. Ist echt nice. Also ist echt, ist wirklich schön gemacht. Das ist halt das, was ich gemeint habe mit... Ist es schön, wenn es kreative Aufgaben gibt. Und hier oben drauf zu stehen, ist auch eine Aufgabe. Da habe ich mich hinterher gefragt, hä? Ausblick von der Rakete? Und ja, ne. Bin ein Ausblick jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber ja. Ich bitte übrigens, meine Stimme zu entschuldigen. Ich, falls sie irgendwie unangenehm ist, was ich echt hoffe, was sie nicht ist gerade. Ich bin vorhin erst aufgestanden und dachte mir so, ja, komm, direkt an die Arbeit. Hab noch einiges zu tun heute. Muss heute auch noch weg. Also wenn ihr das Video seht, ist es schon ein paar Tage her. Aber ja, ich muss heute auf jeden Fall weg. Und deswegen wollte ich mich um einige Sachen einfach direkt kümmern. Anstatt das irgendwie so, keine Ahnung, als ob das irgendwie, anstatt das irgendwie so kurz vor knapp zu machen oder gar nicht zu machen, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Oder irgendwie, keine Ahnung, dann noch irgendwie welche Sachen zu vergessen. Oder irgendwie alles so aneinander zu quetschen. Ja, da habe ich echt keinen Bock zu. Deswegen dachte ich mir so, jo, machen wir es direkt. Und ich habe zum Glück auch Bock. Das Problem ist halt oft, wenn ich auf Sachen keinen Bock habe, dann mache ich die halt auch einfach nicht. Ah, Mann, ey. Na, so ist das. Oh! Habe ich die Kapsel beim ersten Mal gefunden? Ich glaube, ich habe die beim ersten Mal gar nicht gefunden.
Oh nein. Nein, bitte respawn. Bitte respawn. Ich glaube, den braucht man. Oh nö. Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Okay. Komm, nehmen wir uns den. Na, so. Deine Bananen gehören mir jetzt auch. Woo. Nice. Alles klar. Ah, nee, hat man doch nicht gebraucht. Stimmt. Aber gut. Sicher, sicher. Wir nehmen es mal lieber mit. So, hier spawnen dann so leckere Sachen rein. Und die spawnen tatsächlich immer. Dieser komische pinke Burger oder was das ist. Burger-ähnliche. Ich weiß, das ist, glaube ich, irgendeine Süßigkeit. Aber es sieht halt aus wie ein Burger. Habe ich noch nie gegessen, aber es soll wohl geil sein. Und hier so ein richtig fettes Stück Fleisch. Richtig geil. Und hier geht's jetzt auf eine Achterbahnfahrt. Echt sehr cool. Da habe ich am Anfang gedacht, dass man sich hier nicht treffen darf, treffen lassen darf. Hier von diesen Spikies. Und dass das dann eine Challenge ist. Aber nein. Ist es tatsächlich nicht. Hier gibt es aber trotzdem was Wichtiges. Das werde ich euch gleich zeigen. Keine Sorge. Wie gesagt, wir machen heute alles. Aua. Hier ist der Schalter. Da einfach nach links lehnen. Deswegen habe ich mich so früh nach links gelehnt, weil ich den auf keinen Fall verpassen wollte. Und dann öffnet sich hier das Gitter zu einem weiteren Waddle-Dee. Ja, ich glaube, wir bleiben mal beim Hammer, ne? Ja, wir bleiben beim Hammer, wie gesagt. So. Schön die ganzen Münzen einsammeln. So, wie es sich gehört. Zack. Wie er plattgewalzt wurde. Alter. Und da auch sehr versteckt so die, Stück Fleisch. Original, als ich das erste Mal hier aufgenommen habe, habe ich gesagt, ich hätte gerne, dass es immer so versteckt ist. Und dabei bleibe ich auch. Ich hätte echt gerne, dass die Essenssachen immer versteckter sind. Und nicht einfach auf dem Weg rumliegen. Zum Beispiel wie hier oder da wie gerade, wo es an irgendeiner Ecke war. Das ist geil, weil sonst ist es einfach so, du kriegst überall was zu essen. Überall. Und das ist halt ein bisschen, weiß ich nicht, das vereinfacht das Spiel so extrem, finde ich. Wasserballon, Kirby. Wow. So geil, ey. Wie dämlich das aussieht. So. Das reicht. Man bräuchte sogar nur den mittleren, um weiterzukommen. Ach so, ja, klar. Um weiterzukommen. Aber stimmt. Ich wollte ja alles zeigen. Also hau mal rein. Denn wir müssen, wenn wir das hier zu 100% machen wollen, müssen wir hier die Blumen zum Blühen bringen. Dafür müssen die jeweils einmal nass gespritzt werden. Das hier spawnt übrigens immer. Dieser Münzberg.
Also es ist jetzt nicht nur, weil ich da das schon mal gemacht habe und eigentlich wäre da was anderes gewesen. Nein, der spawnt immer. So. Und jetzt können wir auch... jetzt können wir auch hier die Fahrzeuge beseitigen. Zerstören. Und kommen dann easy durch. Oh, wie viel Wasser der auch spritzen kann. Krass. Boah, also das ist schon ordentlich was. Ich habe beim ersten Durchspielen habe ich immer sehr gespart an Wasser, aber das braucht man gar nicht. Alles klar. Ne, das braucht man überhaupt nicht. Und hier ist ein weiterer Blueprint. Ich glaube, den habe ich noch nicht eingelöst. Ne, ich habe den noch nicht eingelöst. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe zum Glück in dem Part nur den Level gespielt. Auch keine irgendwie Bonus-Level gespielt oder so. Also da habe ich nochmal richtig Glück gehabt. Hätte ich da Bonus-Level gespielt, die hätte ich auch nochmal nachspielen müssen und es wäre auch wieder sehr nervig gewesen. Aber zum Glück habe ich, wie gesagt, nur diesen... Mann, jetzt reicht's aber. Nur diesen Level gespielt. Und sonst nichts. Jo. Hier haut mal ab. So auch, mach dich weg. Und dann kommt hier aus diesem Gully, ist das glaube ich, ein weiterer Waddle-Dee. Jo. Eigentlich könnte man schon weiter, aber ich meine, wenn man eine Fontäne gemacht hat, dann kann man eigentlich den Waddle-Dee gar nicht mehr verpassen. Rette die versteckten Waddle-Dees. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alle vier gesammelt habe, aber ich glaube schon. Jo! Und das wäre auch schon der gesamte Level. Ich glaube, wir haben den sogar wirklich zu 100% jetzt gemacht. Auch mit allen drei Kapseln. Der Superkraft-Lolli. Ein Kanonor. Okay. Und eine Schatztruhe. Boah, sieht die cool aus. Ja, nice. Also ist schon einiges an Liebe in das Spiel geflossen. Finde ich sehr cool. Haben sie gut gemacht. Und ich wollte jetzt auch nochmal nachschauen. Hier suchen. Ah, das ist eine Münze, okay. Wir haben hier schon einige Sachen aufgedeckt. Ja, kann ich euch mal kurz zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... ob ich das on-cam gemacht habe oder ob das halt in dem Part ist, der jetzt gefailed ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hier sind sie auf jeden Fall überall. Falls ihr die auch holen wollt. Jo. Und dann würde ich sagen, weil wir echt zügig durchgekommen sind, machen wir hier noch Straßen der Schätze. Zum ersten den Igel rollen und rollen die Stachelstraße und das soll nur 30 Sekunden dauern. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Okay. Also man kriegt immer einen Boost, wenn man Gegner berührt. Okay. Wir hätten es sogar jetzt fast geschafft.
Aber war leider eine Sekunde zu lang. Über eine Sekunde. Bin mal gespannt, was dieses Zielzeit zu bedeuten hat. Ob das noch wichtig wird oder ob das einfach nur so eine Bonus-Challenge ist. Wie dem auch sei, ich werde es auf jeden Fall immer erledigen. Komm, 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 komm. Ja. Das? Nee, als ob. Wie ist das denn passiert? Ich habe mich auf einmal extrem schnell gedreht und bin dann da runtergefallen. Okay. Ja, der Run ist aber echt gut. Der ist verdammt gut. Nein, ach komm schon. Ach ja, ich dachte, ich mache das jetzt beim zweiten Mal, aber irgendwie kriege ich es nicht geschissen. Ja, okay. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt haben wir es aber. So wird's gemacht. Und nicht anders. Zumindest glaube ich, dass man das wirklich so machen soll, dass man die Gegner benutzen soll, um sich immer so ein Stück weit nach vorne zu boosten, weil warum sollten die sonst so nah beieinander immer sein? Oh, ein weiterer Hammerschatz. Immer feste drauf, Hammerprüfung. Okay. Der erste Hammerschatz war ja echt ziemlich krank. Ich schätze, das wird bei dem hier genauso sein. Okay, nice. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass weiter, lass weiter. Komm. Ah, nein, das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Hau ab! Okay. Komm, mach hinne. Was? Was ist das denn jetzt? Ja, okay. Hätte ich mich ein bisschen besser angestellt, hätten wir es direkt geschafft. Aber so nicht. Warum, Kirby? Warum? Okay, die werden geone-shottet. Nein, mach ihn doch bitte weg. Mach ihn doch bitte einfach weg. Boah, sind diese komischen Dinger frustrierend manchmal. Warum denn? Kommt.
Komm, 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 hau ab, hau ab, hau ab. Ja, nee. Schon wieder nicht. Ach, Mann, ich weiß schon irgendwie, was ich falsch mache. Ah, nice. Okay, jetzt sieht's aber besser aus. Lass es doch bitte. Okay, nice. Okay, sehr gut. Ich hab den ersten nicht erwischt. Als ob ich den ersten nicht erwischt habe. Als ob die jetzt so lang brauchen. Hau ab. Okay. Ja, schon wieder nicht, ne? Scheiße, ey, Mann. Wie macht man den denn am besten? Ich hänge die ganze Zeit bei den scheiß Bonkers fest. Ach komm, ey, das kann ich direkt nochmal machen. Wenn das... Oh, ist das frustrierend. Ist das frustrierend und ein harter Abfuck. Holy shit. Aber komm. Habe ich verdient dafür, dass ich die Aufnahme verkackt habe? Ich meine, ja. Ich mache das hier gerade zum ersten Mal. Das ist jetzt nichts, was ich vorher schon aufgenommen habe. Also hätte ich sowieso machen müssen. Aua. Boah, sind die nervig, diese Kackhasen. Weiter geht's, komm. Nice, okay. Also, ich hab den Hammer nicht ganz aufgeladen. Ich hab den Hammer ernsthaft nicht ganz aufgeladen. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Dachte mir nämlich schon, okay. Das Aufladen hat beim Schwertkampf extrem gut geklappt. Also muss es hier eigentlich genauso gut klappen. Ja, tut's auch. Aber nur, wenn man das Ding komplett auflädt. Mann. Na gut. Ja, ja. War trotzdem ein nicer Part. Obwohl es am Ende nochmal richtig frustrierend war. Es war am Anfang frustrierend, weil ich hier das Ding neu aufnehmen musste. Es war am Ende frustrierend, weil ich hier da zu blöd war, um das voll aufzuladen. Aber trotzdem nice, euch nochmal den ganzen Level gezeigt zu haben. Hier euch das gezeigt zu haben und dann nochmal das Ganze sehr lustig abzurunden. Also, ich hoffe, das ist ein guter Ersatz für den verschollenen Part, den ihr wahrscheinlich nie sehen werdet.
Aber gut. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, wenn alles wieder klappt. Wieder. Achso, ich habe das gerade so komisch formuliert, den ihr nie sehen werdet. Ich habe hier alle Level gespielt im Let's Play, nur dass das klar ist. Also nicht, dass es da irgendwie ein Missverständnis gibt. Ich habe halt hier jetzt den Level nachgespielt. So, keine Ahnung, ob ich das ganz am Anfang gesagt habe. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.